Okay, die brauchen uns nur sehen und dann sind wir weg. Die brauchen uns nur einmal sehen oder bemerken, dann sind wir weg vom Fenster. Das Problem ist einfach, ich weiß auch noch nicht mal, wo der Schlüssel ist. Ich war immer für dich da gewesen, in guten wie in schlechten Zeiten. Und ich komme ja auch nicht aufs blöde Regal rauf. Alter, weißt du, da könnte man sich so gut festhalten, sie kann es einfach nicht. Sie kriegt es einfach nicht auf die Reihe. Oh nein, ich. Alter, jetzt habe ich gleich. Ich glaube, ich habe einen Verdacht. Ich habe einen Verdacht. Vase runterwerfen, unter dem Bett verstecken und dann warten, bis sie herkommt. Pass auf. Und da ist auch der Schlüssel. Es ist ruhig geworden. Zu ruhig. Und sie steht da auch nicht mehr. Fuck. Ich will jetzt nicht unbedingt in die Scherben laufen. Scheiße. Boah, Alter, diese Stille, ne? Diese Atmosphäre gerade, die macht mich total fertig. Schön leise sein. Wir dürfen. Ich dachte, das wäre sie, aber das war nur eine Puppe gewesen. Sie ist weggegangen. Sie ist jetzt weggegangen. Ich würde mir trotzdem ganz gerne mal kurz die Porzellanpuppe holen. So, warte mal. Ich glaube, das ist jetzt eh egal. Die hört das, glaube ich, sowieso nicht. So, wir machen weiter. Ich, ich habe eine Menge Spaß. Ich habe eine Menge, Menge Spaß. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich sie immer noch summen höre oder ob das einfach die Musik im Hintergrund ist. Irgendwas macht dann nämlich im Hintergrund immer noch so. Diese Bilder hier auch überall, ne? Das ist einfach zu einfach. Das war viel zu einfach gewesen. Das kannst du mir doch nicht sagen, dass das jetzt hier. Ich habe schon fast den Verdacht, dass sie sich jetzt irgendwie als so eine Puppe hier dahingestellt hat. Oder irgendwie, ich weiß nicht, verzaubert hat. Wir haben es ja gesehen. Sie kann ja anscheinend irgendwie wohl zaubern. Es kommt mir gerade echt so vor, als ob die diese Scheißpuppe da, ne? Als ob die das gleich ist. Oh, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Wir sind so am Arsch. Alter, diese Puppen, ne? Ohne Scheiß. Die steht da gleich bestimmt zwischen. Und dann verfolgt die uns plötzlich. Ich sag's euch. Ah! Oh. Alter. Alter. Oh. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich, nein. Nein. Nein! Was? Nein, 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 wie? Was? 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 Wie? Wie soll ich das denn schaffen? Boah! Alter, habe ich mir gerade einen verjagt. Das Schlimme ist einfach, du rechnest bei dem Spiel überhaupt nicht damit. Und dann huscht da plötzlich so ein. Dann müssen wir noch leiser sein. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt einfach leise sein müssen oder ob wir schnell sein müssen. Aber ich habe es dir doch gesagt, die taucht hier einfach plötzlich auf. Ich versuche jetzt einfach mal richtig leise zu sein. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Okay. Lauf, 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 lauf. Das funktioniert doch nicht. Das funktioniert doch nicht. Das geht. Wie soll das denn gehen?
Da war auf jeden Fall eine Luke gewesen. So, pass auf. Was ist, wenn wir jetzt einfach durchlaufen? Wenn wir einfach durchrennen? Ich glaube, sie wird auch erst getriggert, wenn wir da an dieser einen Stelle sind. Ich laufe jetzt sonst jetzt einfach. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Könnte sein. Muss aber nicht. Lauf, 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 lauf. Komm, 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 komm. Komm, los, einer, einer. Oh Gott. Oh Gottes Willen, Alter. Diese alte Mistflitsche. Die kommt doch gleich 100% nochmal um die Ecke, oder? Und überall diese Puppen. Wer braucht denn so viel Kleider? Wer braucht denn so viele Kleider? Ist ein ziemlich großer Raum hier. Die steht hier doch, oder? Ist die das nicht? Achso, nee, das ist nur eine Perücke. Ich wollte gerade sagen. Ja, danke. Geht's noch lauter? Boah, das Spiel, das macht mich jetzt echt fertig. Das macht mich gerade echt fertig, ey. Das... Hallo, ich würde ganz gerne... Achso. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe selten so ein gutes Spiel gespielt. Ich bin ja allgemein nicht mal so ein großer Freund von so Jump'n'Run, ne? Aber dieses Spiel, es ist einfach wow. Also ich kann das wirklich nur jedem ans Herz legen, das einmal zu spielen. Es macht einfach so viel Bock. So, wo müssen wir jetzt überhaupt weiter? Wo müssen wir jetzt überhaupt weiter? Kann ich irgendwie eine Schublade aufmachen oder... Nö. Überall kaputte Spiegel. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich kletter noch mal ganz kurz hier hoch. Ich glaube, hier ist nichts, ne? Nö, hier ist nichts. Hä? Kann ich hier irgendwie am Spiegel vielleicht irgendwas machen? Nee. Wo muss ich denn jetzt lang? Oder soll ich nochmal zurückgehen? Ich gehe nochmal kurz zurück und guck mal hier. Kann ich die Figuren eigentlich umschmeißen? Geht das? Nö, geht schade. Ich dachte, die fallen dann alle um. Wir müssen bestimmt hier hinten irgendwas machen. Oh, Scheiße. Ja, wo soll ich denn jetzt lang gehen? Hier liegt noch irgendwas, so komische... Ich... Kann ich hier irgendwie vielleicht... Nö, schade. Was jetzt? Was jetzt? Kann ich das hier vielleicht mitnehmen und irgendeinen Spiegel damit wieder kaputt machen? Ich weiß es nicht. Wäre möglich, muss aber nicht. Aber die sind doch schon alle kaputt, ne? Der hier liegt mir gerade so, irgendwie so verdächtig liegt der mir da rum. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade ein bisschen mit der Situation überfordert. Kann ich hier die Holzbretter irgendwie hochklettern? Auch nicht, ne? Das haben wir ja eben abgemacht, das, was da liegt, das Holzbrett. Ich habe gerade echt keine Ahnung. Und wo ist diese Hexe? Diese alte, ich weiß nicht, ich nenne sie jetzt einfach mal Hexe. Oh, hier vielleicht das... Kommen wir hier vielleicht irgendwie hoch? Ich habe echt keine... Hä? Oder warte mal. Von hier hinten vielleicht auf den Schrank, geht das?
Warte mal. So. Einmal hier rauf. Einmal hier rauf. Das sieht mir tatsächlich schon was nach was aus, wenn ich jetzt... Ja. Das hat super funktioniert. Hä? Hier ist ein Stuhl. Kann ich den mitnehmen? Ich kann den Stuhl nur drehen, aber ich kann ihn nicht wegbewegen. Okay. Vielleicht wieder die Kisten schieben. Geht das? Das hatten wir ja schon mal gehabt. Aber auch nicht. Zumindest nicht diese hier. Hier vielleicht? Hier komme ich noch nicht mal hoch. Okay. Vielleicht beim Stuhl. Nö, hier kann ich auch nur einfach raufgehen, aber mehr auch nicht. Das ist bestimmt aber wieder irgendwas mega einfaches und ich übersehe es einfach wieder. Das hatte ich ja schon mal gehabt. Okay, pass mal auf. Da hinten steht ein Stuhl. Wenn ich den jetzt bewegen kann, dann kann ich den bestimmt dafür nutzen, um irgendwo raufzukommen. Kann ich den jetzt hier mitnehmen? Den hier kann ich... Nee, viel bewegen kann ich den nicht. Ich kann ihn nur ein bisschen... Nee. Den kann ich leider nicht mitnehmen. Nur ein bisschen hin und her bewegen, aber mehr auch nicht. Guck mal, warte mal. Hier sind so komische Spuren. Ach, das sind unsere Spuren. Ach so, okay. Ich wollte gerade sagen, dass ich dachte, das wäre irgendein Hinweis. Ich gehe sonst nochmal zurück und guck hier nochmal. Hier ist ein Schrank, hier sind nochmal Puppen. Guck mal, hier können wir nochmal ein bisschen nach hinten gehen. War das vielleicht eine Sackgasse gewesen? Müssen wir vielleicht den Schrank hier irgendwie hoch? Okay, hier kann ich hochklettern, aber nur bis zu einer bestimmten Höhe. Alles klar, okay. Und wenn ich jetzt einfach nochmal komplett zurückgehe, wo die alte gewesen war, das glaube ich nicht. Oder? Stimmt irgendwo den Schrank. Okay, ja, ich bin weg. Ich. Komm. Was? Oh Mann, das kann doch echt nicht wahr sein, Alter. Wie dann auch immer gerade so nochmal kriegen. Okay, da kommen wir auf jeden Fall nicht mehr lang. Ich bin gerade echt ein bisschen am Rätseln. Oh, jetzt sind wir. Oh nee, wir sind schon wieder hier, ne? Scheiße, okay, pass auf. Nochmal kurz wegrennen. Oh, Alter, ich erschrecke mich immer wieder. Oh, der, die schreit auch so ekelhaft. So, guck mal, hier kommt voll Staub durch. Wahrscheinlich, weil sie sich da gerade aufgelöst hat, ne? So, pass mal auf, ich gucke jetzt nochmal. Ich muss jetzt nochmal ganz genau gucken, ob hier irgendetwas ist, was ich übersehen habe. Die machen es eins echt nicht, die machen es einen echt nicht einfach, die lieben Entwickler. Hier habe ich, glaube ich, schon geguckt, ob man hier schieben kann, ne? Jetzt, nein, du sollst diese dumme, leg das weg. Nee, hier auch nicht. Hä? Ich bin gerade echt überfragt. Wobei ich es hier vorhin so verdächtig fand, als ich hochgeklettert bin. So. Ich kletter hier hoch und die Kamera geht schon so merkwürdig mit. Ich kann auch nicht anspringen. Das kriege ich nicht hin. Geht nicht. Es sei denn, ich drücke das Teil vielleicht nochmal. Nee, ich kann das leider nicht ziehen. Ich dachte, ich könnte das vielleicht irgendwie ziehen. Aber die Kamera geht so komisch nach oben, als ob da irgendwie... Huch. Ich bin ja gerade irgendwie auf dem Kopf von der gelandet. Ich habe echt keine Ahnung. Ich
Ich sehe hier auch kaum was, wegen diesen blöden Puppen eben halt. Das muss ja eigentlich hier irgendwo im Raum sein, ne? Es muss hier irgendwo im Raum sein. Pff, keine Ahnung. Ich bin gerade echt ein bisschen überfragt. Ist immer blöd fürs Let's Play einfach, was sich das dann immer so streckt, ne? Vielleicht schneide ich das dann sonst auch ein bisschen. Ach, guck mal, jetzt speichert er. Jetzt speichert er, jetzt wo ich hier wieder durchgehe. Irgendetwas hat er hier gerade gespeichert. Okay. Was? Was ist das denn? Was? Ist das ein Spiegel? Ach so, ich verstehe. Pass mal auf, deswegen sind auch die ganzen Spiegel hier kaputt. Die alte, die macht sich mit deinem Blick fertig. Da hinten steht sie. Die macht dich mit ihrem Blick fertig. Deswegen sind die ganzen Spiegel auch kaputt, damit sie selbst nicht... Damit sie sich selbst nicht umbringen kann. Ich glaube, wir sind bei Bossfight angekommen. Na komm, Alter, wo bist du? Komm her! Los! Ich bin bereit. Komm her, zeig dich! So, nimm den Spiegel. Ich stelle mich wieder schön in die Mitte rein. Na komm. Wo bist du? Na komm. So. Du hast keine Chance gegen mich. Ich bin der Spiegelmaster. Ist schon eine geile Idee, Alter. Ist schon echt geil. Na komm, jetzt kommst du bestimmt von hier. Na komm. Das trau dich doch mal. So. Frage ist natürlich, wie oft hält sie sowas noch aus? So, komm nochmal. Du alte Mistflitsche, du. Haben wir es geschafft? Oh, nein. Nein, das ist nicht dein Ernst. Alter! Sie hat uns gefressen. Dann werden wir sie fressen. Aber irgendwie tut sie mir jetzt auch gerade so ein bisschen leid. Aber ich glaube, wir müssen. Boah, Alter! Alter Schwede! Boah, Alter. Wir sind das Monster. Ich spiele gerade übrigens. Das ist keine Zwischensequenz.
Alter, was ist das für ein Ende? Ich hätte damit gerechnet... Alter! Ich hätte irgendwie damit gerechnet, dass wir vielleicht sterben, aber... Thank you.